Hallo, ich bin der Lars von der DAO und ich möchte euch im Polarskop 2 zwei Tests vorstellen, mit denen wir das Dämmerungs- und Nachtsehen überprüfen können. Kleine Vorbemerkung dazu, diese Tests müssen im abgedunkelten Raum stattfinden. Das heißt, ein Raum, der im Prinzip keine Farben mehr unterscheidbar macht. Also alles muss grau sein, das wäre so die perfekte Einstellung. Es muss nicht wirklich 100% dunkel sein, das ist nicht notwendig, aber es sollte so weit dunkel sein, dass wir eben hier keine Farben unterscheiden können. Damit sind wir sehr nah an dem Dämmerungssehen, was auch der Autofahrer oder Fahrradfahrer nachts draußen hat. Der erste Test, den ich vorstellen möchte, ist der Blendtest, denn viele Kunden kommen ja zu euch und sagen, ja, nachts, wenn es regnet und es kommen Autos entgegen, dann ist das unangenehm für mich. Tja, jetzt müssen wir aber mal messen, ob das wirklich was Auffälliges ist oder was Unauffälliges ist bei dem Kunden und dafür ist der Blendtest geeignet. Der Blendtest stellt eine typische Nachtszene dar, wie der geneigte Autofahrer die auch kennen sollte und wichtig für den Kunden ist links Bambi. Hier ist ein kleines Reh versteckt und das soll jetzt gleich unser Sehzeichen sein. Jetzt können wir hier tatsächlich im abgedunkelten Raum können wir ein Blendlicht einschalten und schauen, was passiert. Das heißt, wenn wir die Blendung hier einschalten, dann gibt es ja um dieses helle Licht einen gewissen Bereich, in dem keine Kontraste mehr aufgelöst werden können. Und wenn wir keine Kontraste sehen, dann sollte das so sein, dass Bambi noch voll zu erkennen ist. Wenn Bambi gut zu sehen ist, können wir den Kunden eigentlich beruhigen und können sagen, ja, lieber Kunde, nachts ist halt dunkel und wenn es regnet und sehr viele Reflexionen da sind, ist das sehr störend, das stimmt. Aber es ist völlig unauffällig im Blendverhalten, weil Bambi eben noch da ist. Wenn Bambi fehlt oder die halbe Straße fehlt, dann wissen wir, es ist auf jeden Fall ein auffälliges Blendverhalten. Da gilt es erstmal die Ursache nachzuschauen. Oftmals sind es natürlich irgendwelche Trübungen, irgendwelche Störungen im optischen Apparat des Auges. Katarakt ganz vorne mit dabei, aber auch durchaus ein Hornhautödem mit einer schlecht durchlassenden Kontaktlinse können da die Ursache sein. Da muss man also weiter nachschauen, woran liegt es. Spaltlampe ist so das Erste, was ich da zu Rate ziehen würde. Eine richtig bessere Brille machen können wir mit dem Blendtest nicht. Wir können tatsächlich hier nur aussieben, was ist ein auffälliges oder unauffälliges Blendverhalten. Für die Kunden aber vielleicht dann doch auch schon relativ wichtig. Davon abgegrenzt gibt es einen zweiten Test, mit dem wir das Nacht- und Dämmerungssehen bestimmen können. Und zwar gibt es einen Dämmerungsmyopie-Test. Dämmerungsmyopie, das ist eine Kurzsichtigkeit, die Menschen haben, wenn es dunkel wird. Das heißt, wenn es draußen dunkel wird, die Kontraste abnehmen, die Fixationsreize abnehmen, dann geht das Auge in eine Ruhestellung. Das wird leicht myop. Das ist sehr unterschiedlich zwischen den Menschen. Aber diese Myopie ist natürlich eine Möglichkeit, den Kunden nachts besser sehen zu lassen, wenn er die dann hat. Jetzt müssen wir also bestimmen, hat der eine Dämmerungsmyopie oder nicht. Wie kriegen wir das raus? Und dafür gibt es einen ganz, ganz guten Test hier. Und zwar ist das ein relativ einfacher Test mit diesen drei LEDs, die wir haben. Entspricht so grundsätzlich den Ampelfarben. Das soll auch die Assoziation Verkehr geben, was ja in dem Fall wichtig ist. Und das Erste, was wir feststellen müssen, gibt es überhaupt einen Hinweis auf eine Myopie? Ja, grundsätzlich wird natürlich energiereich, also das grüne Licht hier in dem Fall, etwas stärker gebrochen als das rote Licht. Das heißt, das müsste hier in diesem Fall, müsste hier das grüne Licht unscharfer erscheinen. Im Dunkelraum sieht man die Lichter natürlich ein bisschen anders und ihr kennt das selber vom Straßenverkehr. Um jedes helle Licht rum gibt es Halos, gibt es Unschärfen und es gibt Strahlen. Und genau um diese geht es. Das sind mehr oder weniger ja die Abbildungseigenschaften, die uns hier stören, die wir versuchen zu korrigieren. So, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass tatsächlich grün kurzsichtiger unschärfer ist und damit grün kurzsichtig ist als auf rot, dann können wir an dieser Farbe tatsächlich auch messen. Die anderen Farben können wir dafür ausschalten, dass wir nur an dieser Lichtfarbe messen. Das ist auch die Lichtfarbe, auf die wir nachts am empfindlichsten reagieren. Ja, das verschiebt sich ja von Tag zu Nacht so ein bisschen um 50 Nanometer und das ist die Lichtfarbe, auf die wir nachts am empfindlichsten reagieren, also die perfekte Farbe, um die Refraktion für die Nacht zu machen. Ja, wie korrigieren wir Kurzsichtigkeiten? Natürlich mit Minusgläsern. Und zwar geben wir die einfach binocular davor, minus 0,25 und fragen, wird diese Strahlenfigur kleiner? Und das machen wir so lange, geben wir minus 0,25 binocular vor, wie es kleiner und schärfer wird. Das Schöne ist, es gibt bei diesem Test eine klare Abrisskante. Das heißt, es gibt ein besser, besser, nicht besser.
Ja, das heißt, da ist nicht so die Frage, ah, vielleicht ein bisschen oder sowas, das gibt es hier bei dem Test tatsächlich nicht, sondern es gibt eine klare Abrisskante, besser, besser, nicht besser. Ja, und wie viel sind da zu erwarten? Also bei den meisten Menschen Gott sei Dank nur 0,25 oder gar kein Dämmerungsmyopie. Da haben wir bei 75% der Menschen erreicht. Das heißt, die haben keine oder nur eine sehr kleine Dämmerungsmyopie. Aber 25% haben 0,5 bis zu 2 Dioptrien Dämmerungsmyopie. Und genau das messen wir schlichtweg an der grünen LED. Und egal, wie viel wir jetzt gefunden haben, nehmen wir das zu viel oder das mehr gefundene Minus einfach wieder raus, schalten die Ampel ein und sagen, so lieber Kunde, das, was wir jetzt hier im Vorropter haben oder in der Messbrille, ist ja die Refraktion, die wir gerade für den Tag gemacht haben. Du stellst dir jetzt nachts diese Ampel vor und das wäre eine Brille, die ich dir extra für die Nacht machen könnte. Und dann kann der Kunde entscheiden, ob das jetzt eine Verbesserung ist, die ihm eine extra Brille wert ist, die er nur nachts tragen kann. Und dabei ist es erstmal nicht relevant, ob ich jetzt 0,25 hier drin halte, 0,5, 0,75 oder 1,5. Der Kunde entscheidet direkt an diesen Lichtern, ist diese Verbesserung für ihn so viel wert, dass er eine extra Brille haben möchte. Ja, und das ist im Prinzip eine relativ einfache, schöne Messmethode für Dämmerungsmyopie, womit Sie doch ganz vielen Kunden helfen können, die nachts einfach nicht so gut sehen und mit der anderen Brille vielleicht besser sehen können. So, und damit viel Spaß mit Polarscope 2.